So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 25. März 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ja, der Hintergrund hier in dieser Folie bzw. in dieser Slide der Präsentation lässt schon ahnen, in welche Richtung es heute geht. Eine Aktie, die wir heute beäugen wollen. Vielleicht gibt es auch noch andere Titel aus diesem Bereich, aber ich nehme so den Stellvertreter in Anführungsstrichen Tilray. Ziemlich heiß aktuell, der, ich nenne ihn jetzt mal Pot-Stock-Bereich. Gestern gab es nachbörslich eine News, dass dort ein Gesetzesentwurf zwecks Legalisierung von sogenannten Pot-Stock, beziehungsweise von Cannabis bzw. Marihuana natürlich Auswirkungen habend auf den dort in diesem Bereich dann tätigen Unternehmen, wie beispielsweise Tilray. Das ist ziemlich heiß gelaufen in dieser Gesetzesentwurf. Der soll jetzt nochmal neu verhandelt werden in der kommenden Woche. Und da kommen natürlich jetzt Spekulationen auf im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis, Marihuana in den USA ganz besonders. Und das hat natürlich dann entsprechend potenziell bullisch treibenden Charakter. Die Aktien von Pot oder Pot-Unternehmen in Anführungsstrichen sind jüngst ja schon mal heiß gewesen, jüngst in Anführungsstrichen, also immer mal wieder heiß gewesen, auch im Rahmen dieser Meme-Stock-Hypes beispielsweise letztes Jahr im Februar, da erinnere ich mich dran, da habe ich Tilray mal getradet gehabt. Davor war Tilray auch schon mal ein ziemlich heißes Unternehmen. Als dann der IPO gelief, das war glaube ich 2017, 2018, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme. Und dann von dort haben allerdings, es hat massive Abschläge gegeben, weil eben das noch ein bisschen seiner Zeit voraus war, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf die Legalisierung von eben Cannabis bzw. Marihuana, auch aus medizinischer Perspektive. Ja, und in diesem Zusammenhang jetzt könnte das wieder ein Thema werden und ist durchaus dann ein Thema dann für auch den heutigen Handelstag tatsächlich. Unternehmen, also was heute durchaus spannend sein kann, wir werfen da mal einen Blick drauf. Ich bin jetzt nicht der Experte in diesem Bereich, aber zumindest mal würde ich sagen, im Bereich aufs Trading angewandt, lassen sich dadurch durchaus interessante Rückschlüsse eventuell ziehen, auch wenn die Aktie mittlerweile zwischenzeitlich über 90% an Wert verloren hat und eigentlich auch gar nicht in meinem Portfolio oder beziehungsweise in meinem Strategiebereich sich wiederfindet, weil die eigentlich mittlerweile ein bisschen zu leicht geworden ist, nämlich unter 10 Dollar gerutscht ist und auch eine ATR hat von kleiner einem Dollar. Das ist normalerweise eigentlich nicht der Bereich, in dem ich tradingtechnisch unterwegs bin, aber liquide ist die allemal und wie gesagt, wenn wir da jetzt einen schärferen Bounce zu sehen bekommen, könnte da durchaus mal, ja, könnte da durchaus einiges an Trading-Potenzial eventuell freigesetzt werden. Eine andere Aktie, die wir heute beleuchten wollen, ist NIO nach den gestrigen Zahlen. Nachbörslich jüngst auch ja sehr heiß gelaufen, also chinesische Titel grundsätzlich an scharfen Bounce gesehen. Die Titel oder beziehungsweise die Titel sind heiß gelaufen, Querstrich. Die Earnings haben jetzt allerdings diese Bullishness nicht weiter befeuert. Könnte durchaus dann der Katalysator sein für eine kurzfristige Korrekturbewegung. Also da werfen wir auf jeden Fall auch einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick natürlich auch auf die Equities-Indizes an dieser Stelle. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt nicht nur sehr heiß gelaufen sind, kurzfristig, was wiederum natürlich dann, weil ich habe das Gefühl, ich bin da nicht der Einzige, der diese Einschätzung hat, durchaus auch das Potenzial für eine Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung eben beinhaltet. Aber irgendwie auch im Hinblick auf die Entwicklungen rund um die Ukraine bzw. Russland und auch diese sich verhärtenden Fronten, in Anführungsstrichen, also auch dieses Verunglimpfen Russlands dann, also ohne das jetzt zu werten, ob das jetzt not tut, muss man allerdings sicherlich mal die Frage stellen, in der aktuellen Situation, ich kann noch nicht mal den Namen der Stadt richtig aussprechen, Mariupol heißt die, glaube ich, da habe ich heute Morgen nur eine Headline gelesen, dass dort die Menschen wohl jetzt sogar im übertragenen Sinne ausgehungert werden, also das heißt, dass dort auch die Versorgung eben mit Lebensmitteln komplett zusammengebrochen ist. Ja, dass man an dieser Stelle eben jetzt seitens Russlands keinen Schritt auf die dortige Bevölkerung zugeht, sofern denn die Berichterstattung wiederum stimmt, das muss man ja auch immer so ein bisschen in Frage stellen. Irgendwie kann man das nachvollziehen, also jedenfalls aus strategischer Perspektive, aus menschlicher jetzt weniger, aber dass der Westen eben in diesem Zusammenhang dort keinerlei Zugeständnisse willens ist zu machen. Auch jetzt beispielsweise, ich habe jetzt auch dann wiederum eine andere Headline gelesen, auch da nicht weitere Details oder dergleichen, ich versuche da meinen Konsum der Mainstream-Medien massiv runterzufahren, aber dass sich wohl Olaf Scholz als Bundeskanzler darüber köstlich amüsiert hätte, dass wohl
Wladimir Putin den russischen Rubel jetzt als, als Zahlungsweise für Erdgas und Erdöllieferungen oder Rohstofflieferungen generell eben bevorzugt. Das letzte Mal, als sich ein deutscher Politiker köstlich amüsiert hat, erinnern wir uns dran, das war, als ein gewisser Donald Trump vor dem UN-Sicherheitsrat, wenn ich mich ganz richtig entsinne, oder vor den Vereinten Nationen, irgendwie sprach und mit einem mahnenden Zeigefinger in Richtung Deutschland davor warnte, sich in eine derartige Abhängigkeit von russischem Gas zu begeben. Ja, damals war dort ein gewisser Heiko Maas, Außenminister, der sich da köstlich amüsierte. Naja, irgendwie hatte dieser Trump, auch wenn man ihm sonst nicht viel Credit für Errungenschaften politischer Natur ihm gibt, da eventuell doch den richtigen Riecher und Deutschland zahlt dafür aktuell einen sehr, sehr hohen Preis. Aber also unabhängig davon, wie gesagt, diese Härte ist etwas, was mich so ein bisschen skeptisch werden lässt, ob da nicht eventuell auch seitens Russlands eventuell irgendeine News über den Ticker laufen könnte, welches dann auch Risikoaversion in den Wochenschluss nach sich zieht. Also ich rede und rede an dieser Stelle. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Equities eventuell auch kurz vor einer Korrekturbewegung, schärferen Korrekturbewegung eventuell stehen könnten. Da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf, auch wenn wir die technisch relevanten Level bis dato haben verteidigen können. Dass sich das irgendwie abzeichnet, sieht man meiner Einschätzung nach in Gold. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass wir dort über die 1950 zurückgelaufen sind und auch relativ stabil uns präsentieren, das ist ein sicherer Hafen, der sicherlich dort angesteuert wird. Auch dort werfen wir definitiv einen Blick drauf. Und ja, also bevor wir ganz offiziell starten, zunächst einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit diesem bitte vertraut und dann lade man sich auf markets.com/de eine Demo kostenlos herunter, wo man dann risikofrei den Handel testen kann. Den Link dazu findet man auch in der Chatbox dieses Videos. Wer sich das live jetzt anschaut, beziehungsweise unterhalb des Videos, verlinkt unterhalb in den Kommentaren. Dann, wenn man für sich feststellt, dass der Handel sich eignet, hat man sicherlich auch die Möglichkeit, auf gleichem Wege dann weiterführend ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen inklusive vollständigem Risikohinweis findet man auf markets.com/de. Das gilt für CFD, FX-Produkte, aber auch für physische Aktien, ETFs. Wenn ihr weitere Fragen habt, auch zu Markets als Broker, gerne die Elena kontaktieren, gerne mich kontaktieren, mir jetzt auch hier live im Stream Fragen stellen, wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, wenn ihr Assets beleuchtet sehen wollt. Vielleicht habt ihr eine Aktie, Potstocks, kommen wir zurück, schließen wir den Kreis und sagt, das wäre doch auch mal ein Titel, das ist nicht eine Tilray, das ist XYZ. Mir fällt jetzt spontan keine ein, aber da habe ich auch schon eventuell irgendwelche Gegebenheiten, die Aktie ist potenziell heiß. Ja, lasst es mich gerne wissen, lasst uns das gerne hier miteinander austauschen. Wenn nicht hier, dann schaut in der Discord-Community vorbei, schaut auf meiner Website vorbei, jk-trading.com/forum. Auch da eine Trading-Chatbox. Und dann switchen wir einmal rüber hier in die Markets X Handelsplattform. Wir sehen grundsätzlich hier sehr, sehr choppigen Start in den Handelstag. Mit dem DAX, der sich wenigstens oberhalb von 14.200 Punkten halten kann. Das ist ein Bereich, der ist gestern tatsächlich angelaufen worden, fast punktgenau. Gegen den haben wir auch einen Support gefunden. Den hatte ich schon gestern früher im Morning Meeting, beziehungsweise eigentlich schon davor auch in einem Tweet abgesetzt gehabt, wo ich sagte, der Break aus der Open Range ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir diese Region anlaufen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, die Tage verwechselt. Ich glaube, das war schon vorgestern. Es war schon am Mittwoch. Gestern hat auf jeden Fall diese Region auch nochmal gehalten werden können, die 14.200er Region. Ja, nunmehr ist das auch so ein bisschen ein Schlüssellevel auf der Unterseite. Solange wir diesen Bereich halten können, ist nochmal ein Test der bis dato Wochenhochs um 14.580, 14.600 Punkte denkbar, beziehungsweise dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie. Nichtsdestotrotz eine klare Tendenz. Das ist aktuell ein klarer Vorteil, ist nicht abzusehen. Wir haben heute früh, als ich meinen Tweet abgesetzt habe, hatten wir unterhalb des EMAs gehandelt. Da war der Vorteil auf der Short-Seite, 14.2 im Fokus. Jetzt sehen wir entsprechend eben Versuche hier kontinuierlich gegen die bis dato sich ausgebildeten Tagestiefs und 14.250 einen Support zu finden, bouncen jetzt leicht zurück über den EMA. Würden wir jetzt neue Tageshochs machen, also über die 14.350 laufen, dann würde das sicherlich nochmal die Tür öffnen. Besonders auch, man kann hier sehen, also das ist der Bereich auch der gestrigen Tageshochs, nicht 350, 370, 380 auf der Oberseite, sollten wir den rausnehmen. Dann wäre in diesem Zusammenhang sicherlich nochmal ein Lauf in Richtung 14.6 vielleicht sogar denkbar, vorausgesetzt, die US-Märkte würden sich entsprechend unterstützend präsentieren. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Ich rede immer weiter. Ich muss mal ganz kurz hier schauen einmal, ob hier alles gut gestreamt wird. Einen Moment. Ich gucke mal eben, weil wenn ich jetzt nämlich hier die Seite update, dann sind die Fragen nämlich weg. Aber die habe ich hier nochmal. Einen Moment. Einen Moment.
Das ist auch, Johannes schreibt es gerade. Ich sehe viele Berichte, wo russische Hilfslieferungen an die Bevölkerung vor Ort verteilt werden. Also das war jetzt wahrscheinlich bezogen auf Mariupol. Ich hatte auch ein Tweet gesehen, wo das waren, glaube ich, ukrainische Frauen, die jungen russischen Soldaten also Essen gereicht haben, beziehungsweise dann auch zum Beispiel die jungen Soldaten haben mit ihrer Familie zu Hause telefonieren lassen. Also wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Das hört man auch, wenn man sich jetzt hier mit Menschen unterhält, mit ukrainischen, russischen Wurzeln. Also das nennt man ja fast schon in einem Atemzug, ja? Weil das sind einfach, also das sind Familien, die da im übertragenen Sinne auseinandergerissen werden. Die einen auf der Seite der Russen und auf der anderen Seite auf der Seite der Ukraine. Zum Beispiel, im Hinblick jetzt fällt mir Vitali Klitschko ja ein. Der wird ja immer als das Sinnbild der Ukraine gesehen, hat aber beispielsweise eine russische Mutter. Also das heißt, der ist mindestens genauso viel Russe in Anführungsstrichen, wie er Ukrainer ist. Und das jetzt genommen, lässt es mich einfach unglaublich schwer werden. Aber wer bin ich? Also ich habe glücklicherweise in meinem Leben noch keinerlei Erfahrung mit Krieg oder dergleichen gehabt und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass das auch meiner Familie erspart bleibt und allen uns erspart bleibt. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin einfach zu optimistisch, als dass ich mir vorstellen kann, dass diese Menschen dort nicht miteinander sich helfen würden in solch einer Situation. Erkennen, dass sie hier nur die Marionetten im Schachspiel irgendwelcher Eliten sind, die irgendwie ihre große neue Weltordnung irgendwie versuchen zu etablieren. Denn da bin ich mittlerweile. Dass das alles auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird, ich denke, das ist uns mittlerweile klar. Und deswegen kann ich auch die ganzen Solidaritätsbekundungen unserer Politiker nur noch schwer ertragen, ehrlich gesagt. Also unserer Politiker, unserer deutschen Politiker oder generell, ich kann das nur noch schwer ertragen, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass, wenn ich es ertragen muss, dass dann ein Fernseher ist und eine große Distanz, weil ich wüsste nicht, wie freundlich ich bliebe, wenn ich so jemandem mal in Person auf der Straße begegnen würde. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber lasst uns ein anderes Thema machen. Also, wie gesagt, das ist eine, also auch die Art und Weise, wie auch der Westen mit diesen aktuellen Schritten seitens Russlands im Hinblick eben jetzt auf Rubelzahlungen für Erdgaslieferungen oder generell Rohstofflieferungen umgeht, das ist etwas, wie gesagt, ich denke, wir haben gestern eine, wir haben gestern, glaube ich, da eine Idee an dieser Stelle bekommen, wie brisant diese Entwicklung eben tatsächlich ist und wie wenig das unterschätzt werden sollte im Hinblick auf die Unterminierung des US-Dollars als Weltreservewährung beziehungsweise des Petrodollars. Deswegen und vor dem Hintergrund auch, dass jetzt unsere Politiker ganz besonders, die dann auch eventuell da was von Vertragsbruch faseln oder das nicht für voll nehmen oder das als Bluff identifizieren, was auch immer für Begrifflichkeiten dann dort gewählt werden. Ich glaube nicht, dass die intellektuell überhaupt gewachsen sind, um die Reichweite solch einer Entscheidung wirklich abzuschätzen. Genauso wenig, wie es eben der damalige Außenminister nicht war, zu erkennen, dass Donald Trump, auch wenn man ihn nicht für voll nimmt, eventuell doch einen guten Punkt gebracht hat im Hinblick auf die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen ganz besonders, wie er schon 2000, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube 2018 war das, zum Thema gemacht hat. Und demnach muss ich an der Stelle eben sagen, man sollte an der Stelle nicht unterschätzen, dass das durchaus früher oder später nochmal einen verheerenderen Schritt seitens der Russen nach sich ziehen könnte, dass man eben beispielsweise das ganze Portfolio ausweitet. Und ich hatte das gestern noch relativ sketzerisch gesagt, aber ich sagte das ja schon am Mittwochabend zum Beispiel im Hinblick auf meinen Vater, der sagte, guck dir den mal an, das ist ja total wahnsinnig geworden da im Kreml, wo ich sagte, ich wundere mich, dass der überhaupt russische Rubel in diesem Zusammenhang ins Spiel bringt und nicht gleich physisches Gold fordert. Ja, mein Vater hat sich da erstmal drüber köstlich amüsiert, aber ich meinte das wirklich ernst. Und das wäre jetzt der nächste potenzielle Schritt, der seitens des Kremls gewählt wird, dass man sagt, wenn ihr unser Öl, unser Erdgas wollt, dann zahlt ihr uns in physischem Gold. Und wir können auch alternativ, können wir auch hergehen und können das Ganze in Bitcoin eben beispielsweise abwickeln. Und dann kommen natürlich die
die Kommentare seitens der westlichen Politiker ganz besonders, die dann davon faseln, dass sie sagen, ja, der umgeht ja die Sanktionen. Na, welche Überraschung, dass der die Sanktionen umgeht und dass es da offensichtlich auch Mittel und Wege gibt, diese zu umgehen eben tatsächlich. Aber wir können ja auch einfach sagen, ja, dann nehmen wir eben Stichwort Embargo, kein Öl, kein Gas mehr ab. Dann gibt es eben hier nur noch zu entsprechenden Preisaufschlägen die Versorgung mit Energie, Querstrich. Dann ist es eben jetzt, glücklicherweise haben wir jetzt im Sommer, aber dann im nächsten Winter halt ein bisschen kühler, ja, und eventuell, wenn wir auch keine Steinkohle mehr aus Russland dann eben entsprechend beziehen, da kommen ja jetzt auch schon die polemischsten Formulierungen seitens der Politik, dass man irgendwie versucht bis Sommer, im Herbst irgendwie die hier eine Unabhängigkeit zu schaffen. Viel Erfolg dabei. Wenn das so leicht wäre, dann stellt man sich die Frage, warum man das nicht schon vorher gemacht hat. Denn man wusste ja ganz offensichtlich, mit wem man sich dort in Russland, in Moskau einlässt. In Person von Wladimir Putin, diesen bösen, bösen Menschen, so wie wir es jetzt ja lernen. Komischerweise war das dann in dieser Darstellung, in dieser Vehemenz, auch im Hinblick auf die Geschäftsbeziehung, die man etabliert hat, offensichtlich da bis dahin jedenfalls kein Thema. Aber gut, lassen wir das auf jeden Fall so stehen, wie es ist. Ich denke, jeder wird da seine eigene Einschätzung auch zu haben. Ihr merkt an meiner vielleicht auch flapsigen Haltung, die ist sicherlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sicher auch diskussionswürdig, aber ich wäre willens, die auch zu verteidigen. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, das würde sicherlich dem einen oder anderen nicht ganz so schmecken, wenn ich das so ein bisschen flapsiger formuliere. Hat man vielleicht eine kontroverse Meinung, hat man eine andere Meinung, aber nichtsdestotrotz, also ich denke, ich hätte einen Punkt. Und ich denke auch alle diejenigen welchen, die sich in diese Richtung ähnlich äußern, haben einen definitiv validen Punkt an dieser Stelle. Aber wir sollten das nicht unterschätzen, was das für Auswirkungen eben auch auf den Markt haben könnte, besonders vor dem Hintergrund des jüngsten Runs, den wir zu sehen bekommen haben. Sei es jetzt im Hinblick auf den DAX, der sich schon beginnt, relativ schwach zu zeigen, also nämlich dahingehend, dass wir eben diese Abwärtssequenz bis dato noch nicht in der Lage waren zu brechen, ähnlich wie wir sie im S&P oder auch wie wir sie im Nasdaq gebrochen haben. Also wir sehen an der Stelle zum Beispiel, das ist jetzt der Blick auf den S&P, der kann sich sehr deutlich oberhalb hier dieser 200-Tage-Linie jetzt halten, hat gestern, nachdem wir hier ein Überrollen am Mittwoch schon bereits zu sehen bekommen haben, gestern zu einem erneuten starken Bullrun angesetzt, hat deutlich oberhalb ist ein bisschen übertrieben, aber hat oberhalb von 4.500 Punkten eben gestern den Tag beschließen können, oberhalb der 200-Tage-Linie den Tag beschließen können und hat auch ausgehend hiervon einen Großteil dieser jüngst entstandenen Aufschläge, dieser vier Handelstage, die wir in Folge 1% plus hier Aufschläge zu sehen bekommen haben, verteidigen können. Ich will mal ganz kurz schauen, dass ich diese Betrachtung noch finde. Ich weiß aber nicht, ob das dann statistisch untermauert wird noch von Charlie Bilello. Aber da bin ich über einen ganz interessanten Tweet heute früh gestolpert. Einen Moment. Hol ihn mal ganz kurz hier rüber. Also das ist jetzt bezogen auf den S&P, wo wir einen Blick drauf werfen. Den habe ich heute früh zufälligerweise gesehen. Er schreibt nicht jetzt von vier Handelstagen in Folge, die wir 1% plus im Plus geschlossen haben, was ja grundsätzlich auf die nächsten 12 Monate betrachtet sehr bullisches Signal in der Vergangenheit war, sondern was er hier herausstellt ist, dass wir mal die letzten 8 Handelstage uns angucken und sehen, dass wir 6 dieser 8 Handelstage 1% und mehr Aufschläge zu sehen bekommen haben. Und das hat in 80 Jahren, ausgehend von seinen Statistiken, hat das nur zweimal stattgefunden in der Vergangenheit. Einmal im Oktober 1974 und dann im November 2020. Wir können ganz kurz mal zurückgehen. Also ich glaube, wir alle sind uns noch darüber im Klaren, wie die Performance über 2021 in Equities war. Aber das letzte Mal, dass das hier stattgefunden hat, war da. Das war kurz vor dem Breakout auf neue Allzeithochs und dann diesem fast schon historischen Lauf, den wir hier übers Jahr 2021 gesehen haben. Post übrigens der Wahl damals Joe Bidens, interessanterweise. Diese Entwicklung, die bekommen wir jetzt gerade hier in diesem Umfeld erneut zu sehen. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was ist denn passiert? 1974, schon ein bisschen länger her, November 2020 wissen wir, was passiert ist. After October 1974 occurrence, the S&P was up 31% over the next year. Also auch hier
innerhalb der nächsten 12 Monate war der S&P 31% fester. Nachdem das im November 20 passiert ist, war der S&P 35% fester. Also diese Performance haben wir noch im Hinterkopf. Was er herausstellt, das steht sicherlich außer Frage, ist, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann long. Also dann gibt es keine Alternative im Grunde genommen. Man sollte natürlich den Gesamtkontext betrachten. Ich glaube, besonders nach November 20 waren die Gegebenheiten noch ein bisschen anders, ganz besonders im Hinblick auf den geldpolitischen Stimulus, der seitens der Fed noch weiter lief und der jetzt zum Versiegen kommt, beziehungsweise der sich jetzt beginnt, doch dramatischer umzukehren eben. Das schreibt er eben auch hier. So easy money, the S&P will be up 30% over the next year. Also nicht, dass das auch statistisch belastbar wäre, da müssen wir auch noch zu sagen. Das sind zwei Fälle, das kann durchaus dem Zufall zugeschrieben werden an dieser Stelle. Es ist nicht wahrscheinlich, schreibt er. Jedes Mal ist anders, aber nichtsdestotrotz würde ich das im Hinterkopf behalten. Auch besonders vor dem Hintergrund, dass wir einen insgesamt unglaublich bärischen Bias einfach in uns tragen vielleicht auch. Also ich zumindest. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe kein Szenario, bei welchem der Aktienmarkt jetzt derzeit 30% eben fester notiert. Und ich scheine da diesbezüglich CNN, Fear and Greed. Moment, Greed. Ich scheine da eventuell auch nicht der Einzige zu sein, wenn ich mir jetzt mal anschaue. Oh, hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Haben Sie den Fear and Greed Index weggenommen? Nee, haben Sie nicht. Okay. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen. This page is not available. Ja, Moment, dann holen wir das mal so. Fear Greed? Vielleicht haben Sie das Search. Ja, okay, gut. Hat jemand noch einen anderen Sentiment-Indikator? Wir könnten jetzt noch den AAI nehmen. IAII. Versuchen wir den nochmal. Das ist die American Association of Individual Investors. Mal gucken, ob die überhaupt was Kostenloses hier anbieten. Shadow Stocks. Mutual Funds, Asset Allocation. Ja, das ist natürlich okay. Also, dann bleibt mir unterm Strich eigentlich, das dauert jetzt zu lange, dann bleibt mir unterm Strich eigentlich nur mein Bauchgefühl. Also, mein Bauchgefühl sagt mir, ausgehend auch von der Kommunikation der einzelnen sozialen Medien untereinander, dass ich ein grundsätzlich sehr, wie soll ich sagen, bärischer Bias irgendwie widerspiegelt. Und die Leute sind sehr skeptisch, aber genau das ist das Fuel sehr häufig schon in der Vergangenheit gewesen, diese Skepsis, die dann eben diese Bullishness weiter befeuert hat. Und dann dafür gesorgt hat, dass dann auch so ein Chasing stattgefunden hat, beziehungsweise so eine Fear of Missing Out mit den entsprechenden Marktteilnehmern, die, nachdem die Rallye schon substanziell gelaufen war, eben nochmal dramatischer nachgelegt haben in ihren Positionierungen einfach. Sich long positioniert haben, Portfolio-Manager, die begonnen haben, dann von der Seitenlinie sich wieder zurück ins Spiel zu begeben. Ihre Cashbestände dann entsprechend eben begonnen haben zu investieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist in der Vergangenheit, das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, ein grundsätzlich sehr, sehr starkes Signal gewesen. Und man kann das auch irgendwie, diesen deutlichen Switch, glaube ich, den kann man auch festmachen, den kann man erkennen, wenn man sich einfach die Performance dann im Hinblick eben auf Equities grundsätzlich anschaut. Also man hat den Eindruck, das, was noch vor rund anderthalb, 2 Monaten an starkem Verkaufsdruck einfach vorhanden war und dieser bärische Bias, der hier diese Korrektur nach sich gezogen hat, der sogar den Nasdaq in Anführungsstrichen in den Bärenmarkt befördert hat mit 20% Abschlägen. Also Tactical stark hat unter Druck geraten können. Das ist komplett geswitcht. Allerspätestens mit dem Moment, als wir eben hier diesen bullischen Break zu sehen bekommen haben. Also den Bruch über die 4.400er Marke und den Bruch dieser Abwärtssequenz an dieser Stelle. Und das ist durchaus etwas, das sollte man übergeordnet im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz, vor dem Hintergrund auch dieser jetzt sich irgendwie wieder zeigenden
Entspannung im übertragenen Sinne, ja, oder beziehungsweise dieser grundsätzlichen Bullishness, sollte man meiner Einschätzung nach vorsichtig sein, besonders vor dem Hintergrund jetzt auch wieder des anstehenden Wochenendes und der Lächerlichkeit preisgeben des Kremls im Hinblick beispielsweise auf Rubelzahlungen und dergleichen, also sofern ich das jedenfalls wahrnehme, dass da eventuell über kurz oder lang nochmal eine schärfere Vergeltung will ich das nicht nennen, aber zumindest mal in irgendeiner Form ein Zurücktreten von Verhandlungen, vom Verhandlungstisch beispielsweise mit der Ukraine oder dergleichen, dass sich das dann entsprechend herauskristallisiert, was besonders eben wieder Sorgen über das Wochenende schüren könnte. Das sollten wir auch berücksichtigen. Wir haben ja in den letzten Wochen häufiger vorm Wochenende Abgabedruck gesehen, weil die Marktteilnehmer sich dann einfach infolge der über das Wochenende gemachten oder beziehungsweise zu beobachtenden Entwicklungen und der gemachten Statements, Embargo, was verkündet worden ist im Hinblick eben beispielsweise auf russisches Öl, SWIFT-Ausschluss und so weiter, dass das etwas ist, was eben da dazu beiträgt, dass der Optimismus, der sich jetzt in der jüngeren Zeit hier begonnen hat zu zeigen, wer auch immer der Haupttreiber dahinter war, beginnt eben abzuschwächen und dass dann eben diejenigen, welchen Marktteilnehmer, die sowieso schon skeptisch waren, vielleicht das sogar als Einladung fast schon sehen, erkennen und sagen, ah, jetzt ist der Knackpunkt da, jetzt shorte ich ins Wochenende hinein in Erwartung eines Gap Downs, mit dem wir Montag beispielsweise eröffnen. Und auch wenn das dann in der kommenden Woche eventuell wieder komplett abverkauft bzw. zurückgekauft wird und diese Squeeze weiter befeuert und dem S&P dann die 4600er Marke erobern lässt, ist das dennoch kurzfristig eben in den Wochenschluss hinein potenzieller Trigger eventuell oder Treiber für entsprechende Abschläge und möglicherweise einem Retest nochmal der 4400er Region im Falle eben des S&Ps dann an dieser Stelle. Schauen wir einfach, wie sich das Bild weiterentwickelt. Sollten wir diese ganz besonders dann hier nächtlichen Hochs oder beziehungsweise auch die Region um die gestrigen Tageshochs verlaufen, so ungefähr um 4520, da in diesem Bereich handeln wir aktuell, sollten wir die zur Eröffnung deutlich halten können. Also das heißt, uns oberhalb somit auch von 4500 Punkten im S&P stabilisieren, sind weitere Aufschläge denkbar, die uns dann sogar in Richtung der 4600er Region, also jenem Bereich hier der Februar-Hochs, bevor dort dann diese in Anführungsstrichen noch weitere Eskalation post Inflationsdruck, Sorge eines Verschwindens des Fed-Puts, anziehende Zinsen, restriktiver geldpolitischer Kurs seitens der Fed. Das war das, was uns hier im Januar stark unter Druck gebracht hat. Und dann kam diese Eskalation in der Ukraine, eben die tiefere Tiefs als die Januar-Tiefs bis dato eben nach sich gezogen hat. Dieser Bereich hier um 4580, 4600 Punkte ist auf der Oberseite auf jeden Fall ein starker Widerstandsbereich. Sollten wir den vielleicht sogar erreichen können heute, ja, also sollte sich dieser bärische Bias nicht etablieren mit dem Überrollen, sollten wir diese Gefilde vorstoßen, dann würde ich in der kommenden Woche diesen ganz genau beobachten. Besonders vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus, den wir zu sehen bekommen, denn gegen diese Region, eventuell auch in den Quartalsschluss hinein, das ist nächste Woche noch ein nächster Aspekt, den wir berücksichtigen sollten, wäre dann ein heftigerer Abprall denkbar, der uns mindestens nochmal bis 4500, vielleicht dann sogar ein bisschen tiefer, bis 4400 Punkten führt, je nachdem, wie sich das übergeordnete Bild dann weiter darstellt. Besonders im Hinblick auf die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Ähnliches Bild logischerweise, wie sich das auch hier im Nasdaq darstellt. Auch hier muss ich sagen, das ist erstaunlich, mit welcher Vehemenz aktuell die Bullen kämpfen, in Anführungsstrichen. Gestern das Halten hier. Der ganz offensichtlich dieser rotfarbene Linie, das ist der Bereich so ungefähr um 14.500 Punkte, relativ zügig zur Eröffnung eigentlich. Also wir haben eine relativ choppige Markteröffnung zu sehen bekommen. Das ist 14.30 Uhr. Wir sehen einen kurzen Pop auf der Oberseite, kurzer Flush. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, na, das wird heute nichts mit großartiger Action in Anführungsstrichen. Sollte dann allerdings eines Besseren belehrt werden, denn wir sehen hier dann ein deutliches Aufdrehen, besonders im Tech-Bereich und einem sehr, sehr bullischen Schluss auch, den der Nasdaq eben hier fabriziert hat an dieser Stelle. Kann einen Großteil jetzt auch über der Nacht dieser Aufschläge derzeit verteidigen. Lässt uns zurück mit einem Level, welches heute von Interesse sein wird, nämlich der Schlusskurs von gestern um 14.700 Punkte.
wenn wir in der Lage sind, dieses Level zu verteidigen und dann auch die Hochs hier, wir ziehen das mal ein bisschen zusammen, und somit dann auch die Hochs hier, die wir am Dienstag bzw. Mittwoch ausgebildet haben, die wir dann gestern haben sehr deutlich auch auf Schlusskursbasis überwinden können. Sollte es gelingen, die 14,7 zu halten, ist das ein bullisches Signal, welches auch hier ähnlich wie auch dann im S&P diesen Bereich um die Februar-Hochs aktiviert. Um 15.100 Punkte. Auch hier sollten wir die in einem Zug anlaufen, sollten wir vielleicht sogar in den Wochenschluss hinein nochmal Optimismus irgendwo finden und dieses bärische Bild, was ich gerade skizziert habe, im Hinblick auf Skepsis, Sorge, Position übers Wochenende zu halten und dergleichen. Also diese Risikoaversion sollte die sich nicht breit machen, sondern sollten wir eben hier dann diese Bullishness der letzten Tage weiter fortführen. Dann würden wir allerdings schon. Na, ich will nicht sagen dramatisch, aber schon deutlich überdehnt uns auf der Oberseite präsentieren. Wir müssen dann mal vor Augen uns führen, dass wir hier von diesen Tiefs um 13.000 Punkte am 15. März, und das war letzte Woche am, ich muss mal ganz kurz rechnen, 15. März, vorletzte Woche schon, am 15. März, am Freitag, dass wir, nein, das stimmt nicht. Einen Moment, jetzt muss ich ganz kurz rechnen. 15. März. 22, letzte Woche Dienstag war das, Verzeihung. Natürlich letzte Woche Dienstag. Letzte Woche Freitag war, letzte Woche Freitag war der 18. Also in rund anderthalb Wochen, kommen wir darauf zurück. Also rund anderthalb Wochen, da sind wir wieder bei den 7, 8 Handelstagen, hätten wir dann Aufschläge hier in der Größenordnung verbucht von über 2000 Punkten, was im Gesamtkontext aktuell Aufschlägen von 15% gegen die Tiefs in nahezu einer Bewegung entsprechen würde, was ich schon sehr stark überdehnt erachten würde, auch rein technisch betrachtet, weil es ohne größeren Rücksetzer stattgefunden hat. Und da wird dann diese Region um 15.100 Punkte eventuell ein kurzes Überschießen und Überrollen sicherlich für den einen oder anderen auch tradingtechnisch von der Shortseite interessant. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag ist der letzte Tag im ersten Handelsquartal. Könnte durchaus sein, dass es nochmal dann zur verstärkten Rotation eventuell kommt. Aus von Growth in Value in den Quartalsschluss hinein, weil vielleicht Fondsmanager hier vor dem Hintergrund ziemlich dieses sehr, sehr schwachen Starts ins Jahr 2022, ich glaube, das war historisch sogar, einer der schwächsten Jahresstarts überhaupt, dass die gesagt haben, Korrektur ja, aber CAV-technisch ist eine Rotation zu diesen Niveaus, weil sie vielleicht hier diese Skepsis bis dato noch nicht geteilt haben und sich dann diese Spirale immer schneller begann zu drehen, auch durch die Entwicklung in der Ukraine zum Beispiel, dass die einfach CAV-technisch gesagt haben, das ist für uns nicht wirklich sonderlich interessant, hier jetzt unsere Positionen aufzulösen bzw. zu rotieren und dann eben aus Wachstumstiteln in Value-Titel eben hinein zu switchen, dass die das eventuell in den Quartalsschluss verstärkt eben tun, was dann dazu führen würde, dass wir auf solch einen Bounce gegen diesen Bereich aus der Perspektive auch in den Quartalsschluss durch so eine Rotation eventuell dann entsprechende Abgabedruck vielleicht zu sehen bekommen, der uns nochmal in Richtung der 14.500er Region eventuell sogar ein Stück weit tiefer führt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Zusammengefasst, heute in den Wochenschluss hinein, meiner Einschätzung nach, besonders im Hinblick auf die US-Equities, wird vieles davon abhängen, ob wir im Falle des Nasdaq die 14.700 halten können, beziehungsweise im Falle des S&P die 4.500. Wenn ja, dann ist denkbar, dass wir hier nochmal Aufschläge zu sehen bekommen, die uns in den Bereich der Februar-Hochs katapultieren. Im Falle des Nasdaqs verlaufend um ungefähr 15.100, vielleicht ein bisschen höher, 15.200 Punkte. Wenn wir die heute nicht erreichen, ist das denkbar, dass wir die in der kommenden Woche kurz anstechen, aber dann in den Quartalsschluss hinein ein Überrollen zu sehen bekommen und durch das Gewicht, was Tech-Titel auch im Nasdaq haben, dann auch hier entsprechend eben durch solch ein Stechen in die 4.600er Region es ein Überrollen gibt und nochmal ein Retest der 4.200er Region. Das wiederum führt uns für den DAX zum Ausgehen von seiner relativen Schwäche zu keinem wirklich tollen Ausblick, ehrlich gesagt. Einerseits 14.400 auf der Oberseite. Diese Region, die wird auch hier auf der 5-Minuten-Ebene, glaube ich, relativ deutlich ersichtlich. Das ist der Bereich um die gestrigen Tageshochs. 350, 400 ungefähr. Sollten wir die rausnehmen durch ein solches Überschießen in Anführungsstrichen an den US-Equities, ist denkbar, dass wir uns nochmal in Richtung der 14.500er Region aufmachen. Aber ein Bruch dieser Abwärtstrendlinie scheint dann erstmal nicht denkbar zu sein. Sollten wir bereits vorher jetzt überrollen, wird sogar denkbar bei einem Drop auch im Nasdaq unter die 14,7 bzw. im S&P, dass wir uns
mindestens in Richtung der 14.200er Region der gestrigen Tagestiefs hier bewegen und dann auch bei einem durchwachsenen Wochenschluss der US-Equities vorbereiten und uns vorbereiten sollten mental, dass in der kommenden Handelswoche dann eine Attacke eben auf die 14.000er Region nochmal ansteht und der DAX sogar unter dieses Niveau rutschen dürfte, sollte, könnte. So, das also zu den Equities. Werfen wir einen Blick auf die beiden spannenden Einzeltitel heute. So, zum einen einmal auf NIO. NIO habe ich einmal hier schon vorbereitet in unserer Discord-Community im Hinblick auf die Earnings. Die habe ich heute früh, ich habe die gestern Abend gar nicht groß zum Thema gemacht. Hier sind einmal die Earnings von gestern, die auf den ersten Blick, also Earnings und auch Revenue, das war ganz passabel, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wir haben hier eine Erwartung eines, also in Klammern, wenn EPS in Klammern steht, dann ist das ein Minus. Ja? Also das ist eine Notation, eine besondere an dieser Stelle. Nicht, dass man sich da wundert, warum die Zahlen in Klammern stehen. Also die verlieren Geld, minus 16 Cent pro Aktie für das erste Quartal hier. Entschuldigung, für das vierte Quartal war es, für Q4. Aber besser als die Erwartung von minus 21 Cent Gewinn pro Aktie. Das, was eben hier durchwachsen war, und das erklärt dann auch wahrscheinlich, warum die Aktie in der Vorbörse jetzt schon 5% unter Druck ist, dass nämlich die Sales, dass diese hier unter der Erwartung, die sind leicht über der Erwartung angekommen, Verzeihung, 1,55 Milliarden gegen 1,53 Milliarden. Aber die Q1-Sales, also das, was jetzt für das kommende Quartal erwartet wird, das ist hier, also die Guidance für das nächste Quartal, die liegt hier zwischen 1,51 Milliarden und 1,567 Milliarden gegen 1,66 Milliarden. Und das liegt also deutlich unterhalb der Erwartung. Also das heißt, die Forward Guidance oder also die Q1 Guidance an dieser Stelle liegt unter dem, was die Wall Street erwartet hat. Es ist ein Wachstumstitel. Wir wissen, Wachstumstitel, die unter der Erwartung guiden, also die immer noch Wachstum ausgeben, aber das liegt schwächer als das, was die Wall Street erwartet, haben das Potenzial, eher Abverkaufsdruck zu sehen, egal in welchem Segment, ob das jetzt in dem Fall Electric Vehicles ist oder ob es jüngst eben beispielsweise irgendwelche Streaming-Dienstleistungen waren von Roku oder ob es DocuSign war im Hinblick auf irgendwelche Unterschriftslösungen, Online-Unterschriftslösungen. Also auf jeden Fall hat NIO dort eben entsprechend enttäuscht und wir sehen jetzt schon bereits auch hier in der Vorbörse einen entsprechenden Drop. Was bei NIO natürlich jetzt interessant ist, ist, dass die jüngst hier sehr scharf gelaufene Gegenbewegung hier natürlich ein bisschen überdehnt anmutet. Man konnte das auch aus den diversen Posts meinerseits in den letzten Tagen konnte man das durchaus ablesen. Ich hatte hier für Barber zum Beispiel, hatte ich ein eher skeptisches Bild skizziert gehabt und jetzt bedarf es im übertragenen Sinne eines Triggers, der dann eine mögliche Korrekturbewegung. Also das heißt nicht, dass wir nochmal die Tiefs hier anlaufen, dass wir nochmal in Richtung hier 12, $13 eben zurücksetzen. Aber zumindest mal, dass wir nochmal vielleicht den Bereich um $20 mindestens anlaufen. Und dafür scheinen diese Earnings durchaus denkbar oder im Bereich des Möglichen zu sein. Und das ist jetzt hier dann auch so ein Schlüsselbereich, den wir jüngst mal gesehen haben, auch mit dessen Rückeroberung hier dort dann Montag war es, genau, ja, am Montag mit dem Halten der 20, dann auch, also 19 war es vielleicht sogar, dann entsprechende Bullishness nochmal weiter beschleunigt wurde. Also die sich hier, eine Fortführung dieser Aufwärtsbewegung, die sich schon in der letzten Woche herauskristallisiert hatte. Und das wäre jetzt so ein erstes Level auf der Unterseite, wo wir mal schauen würden, wie verhalten wir uns in dem Zusammenhang. Und wir sehen in der Vorbörse schon hier bereits, wir sind oberhalb, aber dennoch in Anführungsstrichen Schlagdistanz. Also wir haben ein Level, ausgehend von welchem wir unsere Einschätzung eben dann entsprechend formulieren können. Sprich, erstes Szenario wäre, dass wir ganz besonders die gestrigen Tiefs, aber auch die jetzt hier nachbörslichen Tiefs um 20,50 brechen und unterhalb halten. Das würde ziemlich unmittelbar die 20 in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Und ich würde dann mit der 20 sagen, sofern wir die brechen, wäre das der Treiber, der uns auch realistisch nochmal in Richtung der 19 führen könnte. Also das heißt, ein Großteil der bis dato aufgelaufenen Wochengewinne entsprechend eben einbüßen lassen würde. Das würde CAV-technisch sehr, sehr attraktiv anmuten. Sollten wir kurz zur Eröffnung einen Pop auf der Oberseite sehen? Wir sehen es allerdings auch schon über die letzten Handelstage eigentlich. Also wir haben letzte Woche Freitag den letzten starken bullischen Drive gesehen und seitdem
driften wir irgendwie gefühlt aufwärts, aber es ist doch eine relativ verschachtelte Price Action. Sollten wir nochmal in diese Trading Range jetzt der letzten Handelstage hineinpoppen, aber dann gegen die 21,50 hier, diesen Bereich um Two-Day-Reebok, das ist diese orangefarbene Linie, also der volumengewichtete Durchschnittspreis für die letzten zwei Handelstage, da Schwierigkeiten bekommen, dann könnte das CRV-technisch auch nochmal sehr, sehr interessant eben für einen Short sein. Auch mit einem relativ engen Stop vielleicht sogar. Also, weil wir wissen relativ zügig, wenn wir eigentlich dieses Level zurückerobern und uns dann oberhalb stabilisieren können, dann willst du nicht mehr long, Entschuldigung, da willst du nicht mehr Short sein. Und wir hätten auf der Unterseite eben mindestens Potenzial von einem Punkt, also einem Dollar dann an der Stelle bis 2050, vielleicht sogar tiefer, sofern wir diese Tiefs dann eben brechen. Also, das scheint mir trading-technisch, scheint mir das ein durchaus interessanter Kandidat eben zu sein. Wir können mal kurz einen Blick werfen hier in die Vorbörse. Also wir sehen schon bei Tilray, da gucken wir gleich drauf, 2 Millionen Stücke sind in der Vorbörse gelaufen. 8 Dollar ist übrigens die Inflection für heute, meiner Einschätzung nach. Aber wir gehen mal ganz kurz hier auf NIO. Und auch da gehen in der Vorbörse jetzt schon aktuell 582.000 Stücke rum. Ist noch dünn, aber da kommt noch einiges. Ist noch dünn deswegen, weil da im Schnitt roundabout 66 Millionen Stücke aktuell umgehen. Ich gucke mal ganz kurz, 66 Millionen Stücke. Ja, 66,6 habe ich mir schon notiert. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Da sind wir zwar derzeit noch weit davon entfernt, von einem heißen Titel zu sprechen, aber er ist auf jeden Fall super liquide an dieser Stelle und könnte eben auch durch die jüngste Price Action durchaus im Interesse, im Mittelpunkt des Geschehens der Marktteilnehmer eben tatsächlich liegen. Also das zu NIO. Oh, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt, das war jetzt blöd. Tilray. Das musst du mir ganz kurz erklären. Michael schreibt gerade laut NTV. NTV. Ja, auch so ein, ja. Haben die Russen schon jetzt Probleme mit Gold? Könntest du das ganz kurz evaluieren, was du mit Probleme mit Gold hättest? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Probleme mit Gold gehabt hätte, ehrlich gesagt. Du meinst mit der Lieferung, wenn man so viel davon hat. Ob das allerdings ein Problem ist, ob wir oder ob ich das als klassisches Problem bezeichnen würde, da bin ich ja nicht so ganz von überzeugt. Und das ist sehr interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Moment, wir sehen uns ja nicht. Aber Johannes schreibt gerade, er hat russische und sowohl russische als auch ukrainische Wurge, Wurzeln und verfolgt das sehr genau. Also, ich vermute, dann wärst du wahrscheinlich derjenige, welche dem ich zuhören sollte an der Stelle. Also, so handhabe ich das auch tatsächlich. Zum Beispiel, wenn ich mit Menschen aus der Ukraine oder aus Russland eben in der aktuellen Situation spreche, ich bin dann ganz still. Also ich höre mir das an. Also das gebietet einfach der Respekt, weil wer bin ich schon, dass ich da in irgendeiner Form etwas gebe oder an einen Input liefere? Ich kann nur immer Fragen stellen und hoffe, dass ich dabei nicht zu blöd aussehe, wenn ich meine etwas naiv anmutenden Fragen vielleicht stelle. Aber ich denke, dass es vielleicht ganz besonders eben diese einfachen Fragen sind, die einfach ein relativ klares Bild auch eben dort an dieser Stelle eben auf die Gesamtsituation eben tatsächlich werfen. Ja, kommen wir zurück zu Tilray. Also, wir haben schon gestern gesehen hier, in den Abend hinein hat es einen starken Drive auf der Oberseite gegeben. Hier sehen wir die Aktie gestern noch unter 6 Dollar notiert und hat dann den Tag beschlossen um 7 Dollar, also einen Dollar fester gegangen. Das würde man jetzt sagen, das ist ja nicht besonders schwer. Das ist richtig, wie gesagt, ich musste auch schauen. Ob ich mich mit der Aktie zurechtfinde. Aber das ist natürlich eine Riesenbewegung schon hier von diesen Niveaus. Das sind in dem Fall sind das 16, 17% innerhalb der letzten Handelsstunde. Und das hat sich auch in der Nachbörse noch weiter beschleunigt auf der Oberseite. Tilray hat hier sogar dann Aufschläge bis 8,50 gesehen. Handelt jetzt hier um 8 Dollar ungefähr. Man sieht auch, dass das ein offensichtlich sehr, sehr wichtiges Level zu sein scheint. Also es wird jetzt in der Vorbörse und Nachbörse und auch in der Vorbörse schon entsprechend verteidigt. Und der Grund, der Treiber für diese Entwicklung, den arbeitet hier am CNBC aus. Und zwar kann man das hier an dieser Stelle sehen. Wo haben wir sie denn? So, Tilray, the cannabis stocks popped
12% After-Hours-Trading, also nochmal nachbörslich. Die Aktie hier, diese Cannabis-Aktie in Anführungsstrichen, ist 12% nachbörslich gelaufen und hat hier nochmal entsprechend eben zu den daraufstehenden oder darüber hinausgehenden Aufschlägen von 22% hier weitere Aufschläge eben tatsächlich gesehen. Podstocks, also nicht nur in dem Fall Tilray, sondern auch andere in diesem Bereich tätige Unternehmen oder beziehungsweise Aktien, sind durch die Bank weg fester gewesen, nachdem the House of Representatives hier, also der US-Kongress, angekündigt hat, dass es diesen sogenannten Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act next week nochmal neu verhandeln will. Also, was sich jetzt hier sehr, sehr pathologisch anhört, das habe ich hier ein bisschen genauer ausgeschrieben. Also, und zwar erstmal, es ist dieser Act, dieser sogenannte More Act, der jetzt neu verhandelt werden soll, der im Senat nicht weiter diskutiert wurde. Und es geht sehr grob gesprochen um die Legalisierung von Cannabis und Marihuana, beziehungsweise die Verwendungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Natur eben. Um es mal sehr, sehr grob zusammenzufassen. Wie gesagt, ich bin da kein Experte, was das angeht. Ich bin noch nicht zu Hause. Ich habe auch keine Ahnung von Anbautechnik oder dergleichen. Also wenn ich rauche, dann rauche ich Zigarre. Und deswegen, da bin ich hier in diesem Zusammenhang mit Pot und Stocks und der Technologie dahinter und dergleichen und Auswirkungen und Abstufungen und ich weiß nicht, CBD und irgendwelche medizinische Verwendung und dergleichen. Ich bin überhaupt gar keine Idee. Aber ich glaube, tradingtechnisch ist die Aktie halt unglaublich interessant. Ich habe mir bei Finwiz habe ich das mal aufgemacht. Um einfach hier mal zu illustrieren, im Schnitt werden aktuell, also da sieht man auch die Entwicklung, also den Abverkauf, der jüngst hier stattgefunden hat. Ja, das war eine Squeeze-Bewegung infolge dieses Meme-Stock-Hypes. Da hat die Aktie mal kurzzeitig Aufschläge bis $70 zu sehen bekommen. Und wenn wir den Monthly nehmen, dann sehen wir sogar, dass die Aktie von fast $300, die Aktie, das war hier noch in 2018, mittlerweile abverkauft wurde und mehr als 90% eben tatsächlich verloren hat. Aber das, was eben jetzt hier interessant anmutet, ist eben, der Hype hat kontinuierlich abgenommen. 23 Millionen Stücke gehen da jetzt trotz eines relativ leichten Titels nur um aktuell. Aber gestern alleine hat die News in der letzten Handelsstunde eben dafür gesorgt, dass das Volumen auf über 100 Millionen Aktien angelaufen ist. Also das heißt, es hat sehr, sehr stark treibenden Charakter gehabt, beziehungsweise ein hohes Interesse nach sich gezogen. Und ausgehend hiervon ist die Aktie meiner Einschätzung nach durchaus ein Kandidat auch für eine vielleicht sogar scharfe Squeeze zurück über $10, weil wir nämlich auch parallel dazu einen Shortfloat haben, der verhältnismäßig hoch ist. Also er ist jetzt nicht über 20%, aber er ist zumindest bei 14,3%. Und die Kombination hier lässt den Titel meiner Einschätzung nach durchaus interessant werden für ein Play, was uns, wie gesagt, sofern wir, und das ist das nächste, das sieht man hier übergeordnet, sofern wir es hier schaffen, diesen Bereich zu verteidigen, das ist die Region um $7, 80, $8, also jener Bereich, in dem wir jetzt aktuell eben handeln und den wir offensichtlich auch unter hohen Umsätzen in der Lage sind zu verteidigen. Also das sieht zwar hier nicht besonders viel aus vom Volumen her, aber wenn wir uns alleine mal die Vorbörse hier anschauen, dann wird, glaube ich, relativ zügig offenbar mit 2 Millionen Stücken, die wir in diesem Bereich eben tatsächlich bis dato gehandelt haben. Da sind doch einige Marktteilnehmer, die willens sind, dieses Level eben offensichtlich zu verteidigen. Sprich, anders formuliert, wenn wir in der Lage sind, diesen Bereich zu verteidigen, uns oberhalb der 8 zu stabilisieren, dann hat die Aktie durchaus realistisch Potenzial, bis in die Gefilde hier um $10 zu laufen. Das ist dann ein psychologisch wichtiger Bereich, beziehungsweise ist vielleicht sogar ein Swing-Kandidat, der auch losgelöst vom übergeordneten Markt eventuell infolge eines solchen Hypes und dann des potenziellen Wachstumspotenzials, was solch eine Neuverhandlung des Aktes und eine Legalisierung von Cannabis, Marihuana und dergleichen nach sich zieht, ist dann durchaus auch in der Lage, einen tiefen Lauf über die 10 eventuell auf den Weg zu bringen. Also das könnte ein durchaus mega heißer Titel sein, mit einigem an Potenzial auf diesen jüngsten Abverkauf und alleine die Spekulation, egal was jetzt eigentlich dann bei dieser Neuverhandlung dort rauskommt und diesem Legalisierungsprozess, allein die Spekulation darauf könnte durchaus uns Richtung $13, $14 in den kommenden Tagen eben treiben, unabhängig davon, wie sich das übergeordnete Marktumfeld eben tatsächlich darstellt. Also
Müssen wir natürlich schauen, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Risiko bringt das mit, besonders solche Titel, wenn man sie dann plant, übers Wochenende zu halten. Aber es ist durchaus ein interessanter Kandidat durch diese Ankündigung. Und wie gesagt, auch trading-technisch wird es, denke ich, unglaublich interessant zu sehen sein, ob wir in der Lage sind, die 8 zur Eröffnung zu halten. Wenn ja, ist das für mich eigentlich ein relativ klares Signal an dieser Stelle, mich long zu positionieren, in Erwartung, dass es einen Pop über hier 8,50 gibt und dann nächste Kursziele 8,50, 9 Dollar beziehungsweise darüber hinausgehen. Dann würde ich einen Trade-to-Hold vielleicht sogar ansetzen, dass ich sage, ich gehe auf die 10, gehe vielleicht sogar, sollte sich das Bild auch entsprechend darstellen, auch Volumen reinkommen, das Interesse in Gesprächen gegeben sein. Gehe dann davon aus, dass wir sogar im Bereich der Tageshochs in der Lage sind zu schließen und würde dann eine Position sogar übers Wochenende, also ein Teil jedenfalls. Ich würde um den Kern herum handeln, so würde ich das wahrscheinlich aufsetzen. Würde dann eben auf einen vielleicht Gap über die 10 in der kommenden Handelswoche eben tatsächlich spekulieren. Und das Vorteilhafte bei der 8 jetzt als tradebares Level ist, sobald du hier eine Stabilisierung oberhalb siehst, hast du ein relativ kleines Risiko an der Stelle. Also du arbeitest hier mit einem Risiko von, ich sag mal, maximal 10, vielleicht 15 Cent an dieser Stelle hier. Und wie gesagt, würdest du auf der Oberseite eben ein Vielfaches, $1,50 mindestens, also von 10 zu 1 eventuell sogar entsprechend gehen. Also eigentlich kein Titel, der in meinem Trading eine Rolle spielt, weil mir zu leicht. Ich möchte mindestens eine Aktie haben, die $10 eben notiert. Bei mindestens $10 notiert und mindestens eine ATR hat, also eine Durchschnittsschwankungsbreite pro Tag von einem Dollar. Aber in dem Fall wäre ich willens, eine Ausnahme zu machen, weil das auch gerade ein durchaus heißer Bereich zu sein scheint. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so formulieren sollte, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man macht seitens der Politik infolge des jetzt immer größer werdenden Unmuts mehr und mehr Zugeständnisse. Also wir haben diese Debatte ja im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis auch hierzulande. Ich habe auch das nicht weiter mitverfolgt, aber auch in den USA, was ich da halt eben wahrnehme, ist dieser unglaubliche Gegenwind, den Joe Biden, die Biden-Administration eben hat. Vorfindet. Und jetzt im Zuge, jetzt erstmal auch der Corona-Politik und der jetzt Konsequenzen, die das zur Folge hat, also ganz besonders im Hinblick auf die anziehende Inflation und dergleichen, dass man dann eventuell versucht, die Bevölkerung zu beschwichtigen, indem man jetzt beispielsweise diesen Legalisierungsprozess im Hinblick auf Cannabis zum Beispiel vorantreibt, die Legalisierung hier eben in dem Moment auf den Weg bringt. Naja, und folgerichtig dann eben im Über tragenden Sinne, sich so mehr oder minder die Bevölkerung Anführungsstrichen zurückkauft. Also das ist durchaus etwas, das würde ich durchaus in Betracht ziehen, dass das eine Option vielleicht darstellen könnte. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass man da eventuell Zugeständnisse macht. Ja, so möchte ich es mal an der Stelle eben entsprechend formulieren. So, das also zu Tilray noch. Zu NIO hatten wir was gesagt. Genau, wir wollen noch einen kurzen Blick auf Gold werfen. Gold haben wir hier. Verharren weiter in diesem ehemaligen wichtigen Widerstandsbereich, möglichen Unterstützungsbereich. Also es ist durchaus ein Bereich gewesen, den ich nach diesem Flush-Out und dem kurzen Pop oder Flush unter die 1900 nach der FED ja in Betracht gezogen hatte. Diese rot gestrichelte Linie hier um 1950. Und ja, die Frage, die sich jetzt halt wahrscheinlich stellt, schauen wir mal hier auf diesen Bereich ist, sind wir in der Lage, auf Schlusskursbasis, auf Wochenschlusskursbasis die 1950 eben tatsächlich zu halten. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass besonders auch das, was ich gerade schon skizziert habe, im Hinblick eben auf die Akzeptanz von Rubel für Erdgaslieferungen aus Russland, wenn man das erweitert, und das ist auch eventuell einer der Treiber, also ich will das nicht überinterpretieren, weil ich auch schon längerfristig ein bullisches Bild ja für Krypto eigentlich skizziert hatte und eher die Rückeroberung der 200-Tage-Linie, jetzt ganz besonders im Hinblick auf Bitcoin, eben zum Thema gemacht habe. Aber auch das könnte durchaus etwas sein, was hier nochmal zusätzlich treibend aktuell wirkt, beziehungsweise auch längerfristig wirkt, sofern der Kreml diesen Schritt eben tatsächlich geht und sagt, wir akzeptieren hier nur noch Zahlungen in unseres Erdgases in nicht nur Rubel, sondern eben in physischem Gold, potenziell treibend, beziehungsweise auch darüber hinausgehend eben in Bitcoin.
Das ist durchaus etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Grundsätzlich erkennt man auch, wenn man jetzt sich die Verwerfung im Nickelbereich zum Beispiel wiederum anschaut, und man möchte fast sagen, nicht mehr ordnungsgemäß stattfindende Handel. Ich glaube, so trifft man es relativ gut. Das kontinuierliche Annullieren von ganzen Handelssitzungen jetzt im Hinblick auf den Nickel. Man sollte an der Stelle auch nicht unterschätzen, dass wir ähnliche Entwicklungen vielleicht im Hinblick auf die COMEX uns bevorstehen sehen. Also im Hinblick eben, dass hier auf die Lieferungen von COMEX Gold oder von physischem Gold, sofern die jeweiligen Kontraktparteien dort eben dann an der COMEX sich nicht Cash settlen lassen wollen, also bar ausgleichen lassen wollen, sondern sich in physischem Gold auszahlen lassen wollen, diese Lieferung aber nicht auf den Weg gebracht werden kann. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich schon bei ertappt, dass das eventuell nochmal zusätzlich ein bullischer Treiber für Gold sein könnte, den man ebenfalls nicht unterschätzen sollte. Also ich würde jetzt erstmal aus rein technischer Perspektive, auch wenn das ein ganz kleiner Marktbereich ist, aber ein erstes positives Signal zumindest mal für die Long-Seite und einer eventuell zeitnahen Attacke nochmal auf die 2000er-Region sehe ich, sofern wir über 1950 US-Dollar pro Fein uns hier schließen sollten, sollten wir das nicht schaffen. Wäre das noch nicht aller Tage Abend, aber das Bild würde auf jeden Fall erstmal neutraler sich darstellen und wir müssten uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass wir nochmal in der kommenden Handelswoche einen Test der 1900er Region eben zu sehen bekommen. Oberhalb, wie gesagt, von 1950 bin ich eher long mit Ziel 2000, vielleicht sogar dann in den kommenden Handelstagen. So, ja, und das wäre es dann soweit erstmal gewesen. Euro-US-Dollar pendelt um die 1,10. Das ist relativ unspektakulär. Vielleicht nochmal ein finaler Blick. Ethereum driftet weiter aufwärts. Hält diese Trendlinie hier auf Stundenbasis. Solange wir die halten können, müssen wir ganz ehrlich sagen, scheint es sehr wahrscheinlich, dass wir zeitnah einen Retest der 200-Tage-Linie hier um 3.500, 3.600 US-Dollar eben zu sehen bekommen. Im Falle von Bitcoin hangeln wir uns auch in den Bereich der oberen Range-Begrenzung. Wir stehen jetzt wieder vorm Wochenende. Dünner Handel übers Wochenende sollten wir nicht unterschätzen, hat durchaus mal Potenzial, besonders wenn solch eine Meldung über den Ticker läuft, dass eben Wladimir Putin sagt, ach wisst ihr was, nicht nur russische Rubel, ja, wenn ihr euch da so habt und wenn ihr jetzt da Schwierigkeiten habt, unsere Währung zu stabilisieren, wir können auch Bitcoin machen oder wir können auch Gold machen, also Gold noch am ehesten, denke ich mal, aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein also das wäre ein ziemlich krasses Statement, ob das jetzt dann realistisch umsetzbar wäre, ob der Westen bei der Abnahme dann auch tatsächlich Bitcoin als Zahlungsmittel eben akzeptieren würde. Wie gesagt, das spielt dann erstmal, glaube ich, keine Rolle. An der Stelle würdest du erstmal die Wahrnehmung seitens des Marktes haben. Offensichtlich beginnt Bitcoin im internationalen Zahlungsverkehr eine Rolle zu spielen. Ob jetzt realistisch, ob das jetzt längerfristig, ob das fundiert ist an dergleichen, steht alles auf einem anderen Blatt geschrieben. Das ist wie bei Meldungen irgendwelcher Ermittlungen, zum Beispiel von Unternehmen durch Aufsichtsbehörden oder dergleichen. Da wird erst die Position aufgelöst und dann wird anschließend gefragt, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und genau so könnte ich mir das auch im Bitcoin nur dann eben auf der Oberseite vorstellen, was hier einen Breakout über die 45.000, 46.000 nach sich zieht und dann auch hier zügig die 50.000er Region im Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und rein technisch gesprochen, wir sehen eine klare Aufwärtssequenz hier, Trendlinie, die sich herauskristallisiert. Schauen wir einfach, ob diese gehalten werden kann. Solange sie gehalten werden kann, ist auf jeden Fall eine Attacke und auch ein Bruch höher hier in Bitcoin und dann Lauf in Richtung 50.000 Dollar als Kursziel auf der Oberseite durchaus im Bereich des Möglichen, des Realistischen. Ja, und das wäre es jetzt soweit erst einmal dann für diese Woche gewesen tatsächlich. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Wie gesagt, jetzt habe ich gerade nochmal aktiver über Tilray gesprochen und ich muss sagen, ich bekomme das Gefühl, dass das ein extrem interessantes, extrem interessante Aktie tatsächlich werden könnte heute und dass da eventuell noch einiges an Potenzial tatsächlich auf der Oberseite bestehen könnte. Schauen wir einfach mal, wie sich da die Entwicklungen weiter darstellen. Wir werden Montag auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, Diskussion bis dahin.
Wenn wir nicht voneinander hören, lesen wir voneinander in der Discord-Community. Schaut da gerne vorbei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wir hören wieder voneinander am Montag, 10:30 Uhr, gemeinsam hier mit Markets zum Morning Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Habt euch wohl, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, erholt euch und Montag hören wir uns wieder. Bis dann. Auf bald, bis dann und tschüss.